Gut, dann kommen wir mal zu den Experimenten und wir beginnen als erstes vielleicht mit dem hier. Also wir haben jetzt hier ein paramagnetisches Material, nämlich Aluminium, und hier ein Satz von starken Magneten, solchen Supermagneten, und die führe ich jetzt hier in die Nähe. Und man sieht, dass es ein klein wenig angezogen wird. Sehen Sie es? Es bewegt sich ein klein bisschen nach rechts. Nicht viel, aber ein ganz klein bisschen. Kann man es sehen? Kaum. Sehen, wenn ich so ein bisschen. Man kann das hier noch so drehen, sich der Dipol dann da ausrichtet. So ist es vielleicht besser zu sehen. Also man sieht, dass da eine Anziehungskraft entsteht. Auch so, dass ich den ein Stückchen mitziehen kann. Mehr ist es nicht, kleiner Wert, 10 hoch minus 6 ist ja auch keine besonders große Zahl. So, und das andere wäre jetzt eben Wismut als diamagnetisches Material. Selbe Geometrie hier. Sehen, es ist scharf. Dieser Diamagnet sollte jetzt abgestoßen werden. Und das kann man, glaube ich, sogar ganz gut sehen. Der sträubt sich merklich hier vor diesem Dauermagneten. Merken Sie, der berührt hier nicht, er ist sehr spät und den kann ich ein ganzes Stück nach links ausrichten. Also verhält sich gerade genau umgekehrt wie der Paramagnet. Also so kann man es, glaube ich, sehr gut sehen, dass der abgestoßen wird. Mal hier anstupsen. Gut. Das ist das. Ferromagneten haben wir noch nicht gemacht, eben noch nicht besprochen, aber ich zeige es Ihnen mal im Vergleich. Das ist das, was Sie ja kennen. Wenn Sie einen Ferromagneten in ein Magnetfeld bringen, dann wird er angezogen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Effekt. Also der hängt da links und wenn ich das hier ranbringe, sieht man, dass er angezogen wird und mit einer unvergleichlich viel größeren Kraft hier von den Magneten angezogen wird als die paramagnetischen Stoffe. Das war Nickel.